Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Der gestrige Tag war einer, der nur so von Neuigkeiten überflutet wurde, was Sea of Thieves angeht. Denn so gab es einmal die regulären News und auch gleich noch zwei unbeabsichtigte Leaks seitens Rare. Fangen wir erstmal mit den regulären News an. Da geht es natürlich um das neue Video der Entwickler, in dem Joe Need mal wieder zu uns gesprochen hat. In seinem Video ging es überwiegend um Duke und Veränderungen bezüglich der Missionen und Items, die Duke für uns zur Verfügung hat. Ab nächsten Monat sollen folgende Änderungen kommen. Duke wird einen neuen Shop eröffnen, welcher den Namen Schwarzmarkt tragen wird. Dieser Shop wird nicht der Piratenbazar sein, also nicht der Echtgeldshop, sondern davon komplett unabhängig sein. Das Besondere werden die Gegenstände sein, die ihr dort kaufen könnt. Die kosmetischen Gegenstände, die ihr im Schwarzmarkt kaufen könnt, werden Variationen von den vergangenen zeitlich limitierten Items sein, die es halt vorher mal gab. Konkret bedeutet das folgendes. Es gab bereits ja zum Beispiel das Bone Crusher Set für euren Piraten und für euer Schiff. Dieses war, wie gesagt, zeitlich limitiert und ist so nicht mehr erhältlich. Es wird aber im Schwarzmarkt ab September davon eine Variation geben, also nicht genau das Set, was es vor einiger Zeit mal gab, sondern eins, das dem alten Set ein wenig ähnlich sieht, halt eine Variation. Dieses Set wird dann für Duplonen im Shop erhältlich sein. Daneben wird der Schwarzmarkt auch Sets enthalten, welche bereits im Spiel sind, aber wo noch einige Teile fehlen, um es komplett zu besitzen. Diese Teile, die euch dann noch fehlen werden, um ein Set zu komplettieren, werden ebenfalls durch Duplonen zu erhalten sein. Auch wird es komplett neue Sets geben, die momentan noch allgemein nicht verfügbar sind. Diese sind dann auch exklusiv nur für den Schwarzmarkt angepasst und auch nur dort gegen Duplonen erhältlich. Aber nicht nur die Duplonen werden eine wichtige Rolle spielen, sondern auch euer hart verdientes Gold. Denn so wird der Schwarzmarkt auch Items anbieten, die man normal an jedem Außenposten kaufen kann, aber in einer überarbeiteten Version. Bedeutet für den September konkret, dass ihr die Waffen des Krabben-Sets erneut kaufen könnt, allerdings halt in einer wenig abgewandten Version, die dann ein bisschen überarbeitet wurde und vielleicht auch ein bisschen schöner aussieht. Alle Items, die in dem Schwarzmarkt für Duplonen und auch für Gold zu erhalten sein werden, rotieren ebenfalls in einem monatlichen Intervall. Also ihr könnt nicht immer alle Items kaufen, die der Schwarzmarkt prinzipiell zu bieten habt, so müsst ihr einfach immer ein klein bisschen warten, bis zum Beispiel die Items irgendwann mal wiederkommen, denn, das wurde auch ganz klar gesagt, solltet ihr mal einen Monat verpassen, wo ihr dann die Items euch nicht holen könnt, so müsst ihr vielleicht zum Beispiel einfach mal wieder 2-3 Monate warten, dann werden diese Items wieder neu in den Shop aufgenommen. Natürlich werdet ihr aber auch bei Duke weiterhin die Belobigungsbriefe kaufen können und auch das Gold, was man da ja ebenfalls gegen Duplon erhalten kann. Allerdings wird es dort eine kleine Veränderung geben, was die Belobigungsbriefe angeht. Momentan ist es nämlich noch möglich, so viele von den Briefen zu kaufen, wie man möchte. Ab September wird das aber geändert. Ihr werdet nur noch pro Monat einen Brief jeweils von einer Fraktion kaufen können. Also insgesamt gibt es ja 5 Fraktionen in Sea of Thieves und das bedeutet, dass ihr maximal halt 5 Briefe im Monat kaufen könnt, aber immer nur einen von einer Fraktion. Das soll geändert werden, weil man nun die Duplonen deutlich schneller bekommt und so wäre es sehr, sehr einfach, superschnell Piratenlegende zu werden. Die Entwickler wollen das einfach reinbringen, damit man quasi auch wirklich eine Reise hat, um Legende dann zu werden und nicht innerhalb von einer Woche es dann quasi schon direkt geschafft hat. Wenn ihr es dennoch so schnell jetzt schaffen wollt, dann müsst ihr jetzt quasi bis September ein bisschen Gas geben, fleißig Duplonen sammeln und dann könnt ihr relativ zügig noch eine Legende werden. Und die letzte Änderung, die im September kommen wird, betrifft die Missionen, welche man bei Duke kaufen kann. Diese kosten ja momentan ebenfalls noch Duplonen. Diese Kosten für die Missionen bei Duke werden ab September komplett entfernt. Alle Missionen werden dann kostenfrei sein. So, das waren jetzt soweit alle wichtigen Informationen, die man aus dem Video entnehmen konnte. Kommen wir mal nun zu den wirklich interessanten Leaks. Momentan ist ja wieder die Zeit der vollen Hallen und der langen Wartezeiten in Köln. Ich rede dabei natürlich von der Gamescom. Und bei dieser ist wie immer auch Rare mit Sea of Thieves vertreten und alle die möchten, können dort an dem Stand ein wenig The Arena spielen und dort dann ein wenig sich mit den anderen austoben. Soweit ja absolut nichts Besonderes. Rare hat aber wohl eine falsche Spielversion auf die Konsolen dort aufgespielt mit einem Inhalt, der eigentlich noch gar nicht sichtbar sein sollte. Denn die Spieler auf der Gamescom haben einen ersten Eindruck von den Haustieren erhalten. So sehen wir zum Beispiel auf dem Bild im Hintergrund einen Affen. Rare hat tatsächlich es geschafft, aus Versehen eine falsche Version drauf zu spielen, wo dann quasi die Haustiere schon zu sehen sind und wo man mit diesen auch ganz klar interagieren kann.
Tja, kann ja mal passieren. Ich würde mal sagen, ist aber auch nicht weiter tragisch für Rare. Denn wir wissen ja eh, dass diese bald ins Spiel kommen sollen. Aber ich finde, am Hintergrund kann man schon noch so ein bisschen erkennen, dass der Affe zum Beispiel noch so ein bisschen in den Arm reinglitscht, also dass die noch nicht komplett fertig ausmodelliert sind, beziehungsweise dass sie noch nicht komplett gepolished sind. Da fehlt noch ein bisschen Feinarbeit. Was dagegen aber eigentlich noch komplett geheim war und noch nicht raus sollte, das ist etwas komplett anderes und hat mit der Gamescom auch absolut nichts zu tun. Der Leak sah dann ein klein wenig im Nachhinein so aus. Are you kidding me? Joe? Is that in the video? Ihr fragt euch, hö, warum lachen die oder worüber lachen die? Eigentlich nur wegen dieser Aussage eines Rare-Mitarbeiters. And I think the biggest thing we've announced that we're coming soon as well is Fire. So hopefully there'll be something for your rack. Nicht alles mitbekommen? Okay, dann hier die Lösung. James Thomas, hier links im Bild, verspricht sich leider und sagt voller Vorfreude, dass es bald ein neues Feature geben wird, auf das er sich sehr freut. Dieses sei Feuer, also Feuer, das unsere Schiffe schaden kann. Erst wenige Sekunden später realisierte James, dass er sich vertan hat und er es noch nicht wusste, dass die Leute außerhalb vom Entwicklerstudio davon eigentlich noch gar nichts wissen sollten. Jetzt ist es aber raus und wir wissen, dass es bald Feuer als Waffe in Sea of Thieves geben wird. Wie das dann alles genau funktioniert, womit wir unsere Schiffe in Brand setzen können, bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob es dann zum Beispiel bestimmte Kanonenkugeln gibt, die dann Feuergeschosse abschießen oder ob wir zum Beispiel unsere Laterne dafür dann auch ein klein bisschen benutzen können, mal abwarten. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass dieses Feature bald ins Spiel reinkommen wird, denn das Schadensmodell in Sea of Thieves wurde ja schon wirklich sehr schön überarbeitet, der Anker kann beschädigt werden, das Steuerrad kann beschädigt werden, unser Mast und auch die Löcher quasi sind von der Größe her jetzt alle ein klein wenig anders. Und da finde ich es wirklich sehr, sehr passend, dass bald quasi dann noch ein neues Element komplett neu hinzukommen wird. Mir tut es ein wenig leid für James, denn in der Vergangenheit hat er bereits schon mal etwas geleakt, was jetzt ungefähr 6 Monate her ist. Und ja, seitdem hat man ihn auch nicht mehr in einem Livestream gesehen, was wirklich schade ist, weil ich ihn sehr, sehr sympathisch finde. Ich denke mal, das wird damit prinzipiell wahrscheinlich weniger zu tun haben, weil ich glaube, Rare wird da jetzt nicht so ganz so krass sein und dann sagen so, okay, das geht gar nicht, denn jeder hat sich von denen tatsächlich schon mal versprochen. Auch der Preston, der daneben sitzt, hat sich ebenfalls schon mal vertan. Joe Need hat sich auch schon mehrmals versprochen. Also, es ist bei Rare absolut keine Seltenheit, dass sich da jemand mal vertut und irgendetwas preisgibt, was eigentlich noch geheim bleiben sollte. Ich bin mal sehr gespannt, wann das Feuer tatsächlich reinkommen wird. Ich denke mal, das wird noch relativ lange dauern, denn so ein Modell, vor allem so ein Chant-Modell, glaube ich, umzusetzen, das wird relativ schwer sein. Des Weiteren gibt das so viele Spekulationen eigentlich frei für neue Items, die in das Spiel kommen in der nächsten Zeit und ich freue mich einfach nur sehr drauf. Vielleicht auch ein erster Hinweis darauf, dass bald Flameheart ins Spiel kommen könnte, denn Flameheart, Flammenherz, könnte ja ganz gut irgendetwas mit Feuer zu tun haben. Aber naja, das wäre dann wohl Stoff für ein komplett neues Video. Ansonsten war es das jetzt weit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Cheft.